Ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Transformers 4, denn ich spiele das hier auf dem PC. Morgen, dem 25.06.2024, ist es endlich soweit. Und der Release der BR-218 Diesellokomotive steht an. Und Grund genug für euch, die Lok heute mal zu testen. Und ich habe mir gedacht, wir machen das gleich mal ganz groß in Doppeltraktion an einem gemischten IC. Und auf der Strecke Köln-Aachen, wir stehen hier im Moment in Düren und ich würde sagen, wir gehen das Ganze an mit Starten, mit Losfahren und so weiter. Türen sind geöffnet, Route ist gelegt, er ist eigentlich aufgerüstet, wir müssen eigentlich nur noch starten und können losfahren. Wie gesagt, ich werde das heute für euch testen und ja, herzlich willkommen zu dieser Premierenfolge mit der BR-218 Diesellok. Ich würde sagen, wir verlassen den Fotomodus, vorher machen wir noch ein schickes Foto. Und dann würde ich sagen, steigen wir ein und starten die Motoren. Wenn an uns ein Holzzug vorbeifährt. So, den lassen wir erstmal vorbeifahren, damit wir den Sound doch hören können. So, wir starten die erste Motorgruppe. So, erster läuft. Natürlich muss die andere Lokomotive auch noch der Motor gestartet werden. So, laufen jetzt beide. Sie läuft. Sie läuft jetzt. Ah, sehr schön. Dann haben wir das noch mitbekommen. Wunderbar. Sehr, sehr schön. Beide Motoren laufen. Da würde ich sagen, schließen wir die Türen. Und dann haben wir hier einen dröhnenden, donnernden, eine dröhnende, donnernde Ausfahrt. So, schau mal kurz, ob die Türen auch alle geschlossen sind. Das sieht gut aus. Sehr schön. Dann würde ich sagen, los geht's. Ach, wir müssen natürlich noch die Bremsschüssel aufsperren, sonst geht ja gar nichts hier. Klar, logisch. So, aber jetzt auf geht's. 28 Kilometer bis Aachen. Ach, geil. Leute. Rot. Irgendwo hatten wir hier rot. Ah. Egal, dann machen wir es nochmal. Da habe ich die Route zu spät gebremst. Machen wir es nochmal. Ist doch gar kein Problem. Außerdem wollte ich ja nach Köln. Dann muss ich genau in diese Richtung. Fahren wir so rum. Sorry, das war keine Absicht. Starten wir an diesem Gleis und fahren Richtung Köln. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Machen wir es halt nochmal. Ist doch gar kein Problem.
So. Zack, zack, zack. So. Türen öffnen. Bremsschlüssel aufsperren. Zugspitzensignale ein. Zugsicherungssysteme ein. So, Route legen. Bis Köln wollen wir fahren. So. Da ist der Hauptbahnhof. Wollte gerade sagen, irgendwie fahren wir das äußere Gleis oder fahren wir das äußere Gleis, wenn es geht. So, rot bekommen wir noch, grün bekommen wir noch nicht. Ist da irgendwer, der ist den farbig blockiert? Ja, es könnte sein, dass das an dem liegt. Können wir die Motoren noch ausstellen? Was mal neu. So, ich hoffe, das ist jetzt schnell erledigt mit dem roten Signal. Denn da was? Vielleicht liegt das auch an der, dass sie vor uns Ausfahrt hat. Sie hat Ausfahrt um 10:03 Uhr. Also jetzt hier im Moment, wenn ich das richtig deute. Es kann sein, dass die vor uns ist. Weil sie hat nämlich auf jeden Fall grün. Ja, sie fährt auf jeden Fall ab. Vielleicht haben wir dann gleich grün. Kann ja sein. Güterzug kommt auch noch. Das könnte natürlich sein, dass das daran liegt. Dass wir deswegen kein Grün haben. Steigen wir mal wieder ein. So, dann warten wir mal, bis die beiden da vorne verschwunden sind. Und hoffen, dass wir dann grün bekommen. So, die fährt da vorne noch. So, dann schauen wir noch mal kurz auf die Karte. Da noch irgendwas im Weg ist, was uns blockieren könnte. Der fährt da. Da fährt der Güterzug noch auf unserem Fahrweg. Ich hoffe, dass ich das jetzt. Ja, da haben wir doch. Dann würde ich sagen, starten wir die Motoren. So, Motor 1 läuft.
Ach, göttlich, oder? Göttlich. Wunderschön. So, dann würde ich sagen, schließen wir die Türen, wie ich auch wegkommen. So, wir prüfen das Ganze. Türen sind geschlossen. Dann können wir uns jetzt die Ausfahrt anhören und genießen. Das war diesmal ohne rotes Signal für uns. Auf geht's! Nächstes Ziel, Kölner Hauptbahnhof. Wunderbar, wunderbar. So, 60 nach wie vor. Das wird sich aber gleich aufheben. So, 120. 60 wieder. Sollte sich jetzt aber gleich aufheben. Genau. Wunderbar, wunderbar. Sehr, sehr nice, sehr, sehr nice. Der Sound ist saugeil, das ist einfach saugeil. Doppelter Dieselpower nach Köln Hauptbahnhof. Richtig geil. Einfach nur geil. Einfach nur geil. So, jetzt müssen wir gleich mal ein bisschen auf unsere Geschwindigkeit achten. Mehr als 140 darf sie nicht, oder dürfen wir sogar nicht. Ein bisschen abschalten hier.
AFB hat die gute Lok noch nicht. Deswegen müssen wir hier ein bisschen wir selber drauf achten. Natürlich alles andere als einfach, wenn es hier bergab geht. Das sieht man, eine schöne Hamsterbacke. Während wir mit unserem IC nach Köln Hauptbahnhof fahren, mit unserem Testzug von Düren aus. Wunderschön, wunderschön. Davon habe ich immer geträumt. Die 218 beim TSW. Jetzt fehlt wirklich nur noch der IC-Steuerwagen. Dann ist das nahezu perfekt, muss man ganz ehrlich sagen. Und seht mal. Nein, noch nicht. Noch nicht. Jetzt aber. Sorry, das muss ich festhalten. Das muss ich festhalten. So. Wunderschön. Wunderschön. Ach, ist das geil. Ist das geil. So, Bildschirmfoto macht man mit. Glaube ich, ne? Genau. So, ach geil. Richtig schön. Richtig schön. Richtig schön. Einfach nur geil. Wunderschön, wunderschön. So, 26 Kilometer noch bis Köln Hauptbahnhof. Jetzt sogar nur noch 25. Bahnsteig 2 werden wir halten mit unserer Doppeltraktion. So, ich glaube, da oben war nichts animiert. Also natürlich die Sonnenblenden ist klar, aber hier oben an dem hier ist, glaube ich, nichts animiert, soweit ich das sehe. Ne, genau, das war. Aber hier war doch irgendwo noch zum Zielanzeiger. Da, aber ich glaube, der ist auch nicht. Ist auch nicht animiert, kann man auch nichts drücken. Ja, schade eigentlich. Also offiziell ist die 218 nicht auf dieser Strecke fahrbar. Die muss man schon hier hin spawnen. Aber wie gesagt, das ist ja alles kein Thema. Es gibt den Zugverbandseditor, es gibt das Feature, die Züge zu spawnen. Also das sollte nicht das Problem sein. Und dann könnt ihr natürlich auf jeder Strecke
mit der 218 fahren. In jeder Konstellation, die ihr euch aussucht. Das ist das Schöne. Also man kann, wie gesagt, seiner Fantasie hier freien Lauf lassen. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal zum Einstieg schöne Doppeltraktion an einem IC. An einem gemischten IC, muss man das schon sogar sagen. Das ist ja nicht alles IC-Wagen. Mal ein bisschen Leistung dazugeben. Also die sind mal ein bisschen arbeiten hier. Der Sound ist einfach geil. Der Sound ist einfach geil. Sorry, aber es ist so. So, da gibt es die nächste Zugüberholung. Oder steht er da? Ja, der steht da. Alles klar. Ist trotzdem eine Überholung. Beziehungsweise die fährt ja in die andere Richtung. Laut Spitzensignale. So, jetzt müssen wir hier noch ein bisschen die richtige Fahrstufe rausfinden. Dass das nicht zu schnell wird und auch nicht zu langsam. Aber das sollte kein Problem sein. Es geht natürlich ein bisschen bergab hier. Ein bisschen dagegen anbremsen. Jetzt geht es wieder bergauf. Da ist ein bisschen Spielerei mit Leistung und Bremse. Wunderbar, wunderbar. So, und wie gesagt, morgen am 25.06.2024 soll die dann im offiziellen Release sein. Kostenpunkt 17,99 Euro. Wann das Ganze sein wird, wahrscheinlich wieder so zwischen 18 und 19 Uhr mitteleuropäische Zeit. So, mal wieder ein bisschen Leistung geben hier. Kommt uns der nächste Nahverkehrszug entgegen. Ein bisschen Leistung wegnehmen, das wäre mir zu schnell. Aber wie gesagt, mehr als 140 darf die Lok nicht offiziell. Das seht ihr auch hier an der Geschwindigkeitsvorgabe. Normalerweise eine Strecke, wo man locker über 200 fährt. Wo ist, müssen wir aber dagegen bremsen. 1% der Gefälle. Das ist schon viel. So, das können wir ein bisschen Schwerkraft arbeiten lassen. Wunderschön. Wunderschön.
was ich eh mal fragen wollte, vielleicht wisst ihr das. Es ist ja offiziell verboten, auf den Lokomotiven zu rauchen, wie ihr auch hier seht. Wie viele TFs gibt es, die die Kippe aus dem Fenster halten und trotzdem qualmen? Jetzt mal ganz ehrlich. Hand aufs Herz. Was würdet ihr schätzen? Gibt es da einige oder macht das keiner? Also das würde mich echt mal interessieren, ob es da welche gibt. Weil nur weil es verboten ist, heißt ja nicht, dass das keiner macht. Das kennt man ja schon von anderen Dingen. Also das würde mich echt mal interessieren. Das wird offiziell nie jemand zugeben, aber was schätzt ihr? So, 9 Kilometer noch. So, gleich 160, die sind für uns ohne Bedeutung. Kommen wir sowieso nicht dran. Kommt eine RE, gezogen von einer BR 146. Aber die 218 kann natürlich auch DOSTOS ziehen. Und natürlich N-Bahn, logisch. Also im Prinzip kann die ja alles ziehen. Man muss es nur im Zugverband-Editor entsprechend kuppeln. Gleich 70, da sollten wir dann gleich doch mal reagieren. So, das hätten wir soweit. Fahren wir schön gemütlich in den Kölner Hauptbahnhof ein.
wunderschön, wunderschön. Wie schön an dem Bibi, an dem Betriebswerk vorbei, BW wollte ich sagen, nicht BBW, sondern BW. Da haben wir ja auch schon ein ausführliches Video drüber gemacht, wie wir da die Züge wegholen und so weiter und so fort. Wunderschön. Witzig. So, Bahnsteig 2, das heißt, wir werden jetzt noch die Weiche nehmen, genau. Dann fahren wir hier an den Bahnsteig ran. Da steht eine andere Diesellok 363. So, da haben wir das geschafft. Türen öffnen und Motor aus. So, das war also die Fahrt mit unserer BR218 von TSG. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Habt eine schöne Zeit. Passt auf euch auf. Also wie gesagt, morgen, den 24. Juni, 25. Juni 2024 ist der Release. Ich denke mal so zwischen 17 und 19 Uhr mitteleuropäische Zeit. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob es euch gefallen hat, ob ihr euch diese Lok zulegen werdet. Kostenpunkt 17,99 bei Steam. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Euer Denny Spieters Haupt. Haut rein, bis zum nächsten Mal.
Bleibt gesund, bleibt mir treu. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus und Tschüss.